Mein Name ist Christine Vogler. Ich bin 89 in die Pflegeausbildung gekommen und seitdem leidenschaftlich der Pflege verfallen. Ich habe Pflegepädagogik studiert, ich habe Schulleitung gemacht, ich habe gelehrt, ich habe auf der Station gearbeitet und heute bin ich Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe und ich bin Präsidentin des Deutschen Pflegerates und darf die Berufsverbände auf der Bundesebene vertreten. Ich bin Thomas Drujen. Ich hatte die große Freude, mit Christine Vogel ein Buch über Pflege schreiben zu dürfen. Von Hause aus bin ich Soziologe und Direktor des Institutes für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Privatuniversität in Wien und Präsident der Opta Data Zukunftsstiftung. Unter Pflege verstehen wir im Klassischen die Versorgung Bedürftiger in Anführungszeichen. Diesen eingeschränkten Begriff wollen wir hier weiterfassen und vor allen Dingen auf die Grundfunktion der Pflege zu sprechen kommen, die Empathie, die demografische Grundlage für eine Gesellschaft, in der Pflege nicht eine Randerscheinung ist, sondern absolut im Zentrum unseres Handelns steht. Was wir ändern müssen, es ist auf der einen Seite eine ganz persönliche Situation. Wir brauchen die Bevölkerung, wir brauchen jeden Einzelnen, jede Einzelne von uns, weil wir die Zukunft nur verändern können und die Pflege tatsächlich in allen Bereichen umsetzen können, wenn wir Verantwortung in Zukunft teilen und neu aufsetzen. Das Mindset ist die Grundlage unseres Denkens, Handelns und Fühlens. Da ist alles drin, was wir im Leben gesammelt haben. Das wiederum ist aber die Voraussetzung dafür, wie wir über Pflege nachdenken. Und das sollten wir uns vergewissern und das versuchen wir in diesem Buch sehr detailliert vorzustellen, damit man es nachher auch ändern kann. Egal von welcher Perspektive wir kommen, entweder von den professionell Pflegenden oder den Zu- und Angehörigen oder den Pflegebedürftigen, es gilt immer, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir müssen also das Gesundheitssystem so aufstellen, dass alle, die sich darin bewegen, sich auch gut bewegen können, dass es attraktiv ist, dass es würdevoll ist und dass es kompetent ist. Konkretik ist eine neue Form des Denkens, um den vielfältigen und beschleunigten Herausforderungen gerecht zu werden. Das Gute ist nicht mehr das, was wir uns wünschen und als Ideal vorstellen, sondern nur das, was wir umsetzen. Nur der umgesetzte Wunsch, die umgesetzte Vorstellung wird konkret und hilft tatsächlich. Partizipation und Gleichheit muss auch für die professionell Pflegenden im Gesundheitssystem selbst zur Geltung kommen. Und das bedeutet, dass Pflegende endlich in Deutschland das tun dürfen können, was sie auch können. Und deswegen brauchen wir die Ausweitung unserer Kompetenzen und zwar in Eigenverantwortung. Das Neue und Ungewöhnliche heute ist die Kompetenz der ganz jungen Generation im Umgang mit Digitalisierung und künstlicher Intelligenz. Das ist etwas, was Sie in die Pflege einbringen können, wovon alle anderen Generationen profitieren. Pflege kann die Gesellschaft und die Demokratie massiv stabilisieren. Die Grundwerte, die wir in der Ausbildung setzen und die auch in der täglichen Handlung der Pflegenden gelebt wird, wird überall hineingetragen. Überall wirken Pflegefachpersonen auch bei den Angehörigen mit. Also wir sind eine Berufsgruppe, die zutiefst menschliche Werte in die Gesellschaft trägt und davon kann jede Demokratie, jede Gesellschaft nur profitieren. Die Impulse und Erkenntnisse liegen vor, sehr konkret. Jetzt geht's zur Umsetzung an die Politik. Nur dort werden die nachhaltigen Entscheidungen getroffen. Und deshalb brauchen wir die Gesellschaft, nämlich Sie als Bevölkerung, die mitdiskutiert. Und deswegen haben wir dieses kleine, wirklich sehr konkrete Büchlein geschrieben, was Sie mitnehmen soll und wo wir Sie einladen, mit uns zu diskutieren.